haben wir was ganz Besonderes für euch. Und zwar haben wir uns für einen super leckeren Kuchen entschieden, der den Ursprung in Mantua hat. Und zwar die Sbriciolona alla Ricotta. Und der Originalname ist im mantuanischen Dialekt Sbriciolona, was so viel bedeutet wie, also das kommt vom Wort Brise, was so viel bedeutet wie Brösel. Also es ist eine Art Mürbteig, der zerbröselt gebacken wird. Also was super Leckeres. Und das Ursprungsrezept war so, dass man einfach nur diesen Bröselteig hatte und mit Mandeln verziert wurde. Mit der Zeit hat sich die italienische Küche weiterentwickelt, wie sonst auch immer. Und es sind ganz viele verschiedene Varianten entstanden. Und die Variante, für die wir uns entschieden haben, ist die gefüllt mit Ricotta, mit süßem Ricotta und mit Schokoladenstückchen. Also super lecker. Und die Ricotta macht den Teig einfach saftiger und weicher und auch angenehmer zum Essen. Und wir haben keinen dritten Wein ausgewählt und der Gianluca sagt euch jetzt warum. Genau, kurz und knapp. In Italien kann man Frizzantes sowohl zum Aperitif als auch zum Dessert benutzen. Und das war es auch schon. Genau, also der passt, der Ronzellino, den ihr am Anfang schon zum Antipasti getrunken habt, der passt perfekt auch zu dem Kuchen, den wir für euch gemacht haben. Ich hoffe, der Weinabend hat euch gefallen. Der ist zwar ein bisschen kürzer als der große Weinabend, aber das ist auch im echten Leben so bei unseren Weinabenden der Unterschied. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald im echten Leben sehen können und diese Weinabende persönlich machen können. Genau, ich hoffe auch natürlich, dass wir uns an der Weinbar wiedersehen und bei den Aperitivo Blabla-Abenden, denn die letzten Male habe ich das eigentlich alleine gestaltet und ich hoffe, dass es bald einfach wieder weitergeht. Genau. So, ich hoffe, der Weinabend hat euch gefallen und wir wünschen euch noch einen weiteren schönen Abend. Wir stoßen nochmal an. Und mit euch auch. Zum Wohle, Salute. Wir sind jetzt wieder da und nein. Lenja. Und das ist zu viel. Das behalt man. Hi, Lieben! Nein. Wieder langsam los. Genau. Scheiße.